Hallo zusammen. Urlaub in den österreichischen Alpen, im Salzburger Land, in St. Martin bei Lofer. Wir sind hier auf dem Grubhof. 12 Hektar, natürlich eingesäumt durch den Fluss Salach, durch Felder, Blumenwiesen und große alte Baumbestände von uralten Laubbäumen, geben diesem Campingplatz einen ganz parkähnlichen Charakter. Große Stellplätze, 120 bis 180 Quadratmeter, mit Wasser, Abwasser und Strom, machen diesen Campingplatz, diesen sauberen und gut organisierten Campingplatz, perfekt. Schön finden wir auch, dass hier auf die persönlichen Bedürfnisse eingegangen wird. So zum Beispiel findet man Stellplätze für Familien, für Ruhesuchende ohne Kinder, für Camper mit Hunden und auch für Gruppen und Wildwassersportler. Das Schöne ist an den Campingplätzen, dass sie sehr, sehr groß sind. Von beiden Seiten hat jeder nochmal die Hälfte der Wiese für sich. Links bis zur Hälfte und rechts bis zur Hälfte der Wiese kann man die Fläche nutzen. Dieses Stück Wiese, was ihr hier seht, gehört noch zum Stellplatz dazu. Und jetzt schauen wir uns mal die Sanitäranlagen an. Es gibt insgesamt 3 Sanitärgebäude auf dem Gelände. Alle sind technisch perfekt und sehr sauber. So, das ist genial. Abwasser und Ausblick. Ja, die kann man sich noch anschauen. Ja. Toiletten mit viel Platz und saubere große Waschbecken. Das ist das Sanitärgebäude 2. Licht durchflutet, sauber und groß. Und jetzt zeige ich euch die schönen großen Duschen. Waschbecken und Dusche in einem. Und wie gesagt, sehr, sehr groß. So groß. Ganz komfortabel und super sauber. Jeden Tag. Das sind halt Duschen, so wie man sie sich überall wünschen würde. Und wenn man aus der Dusche rauskommt, schaut man gleich ins Grüne. Jo. Und in die Berge. Und hinter diesem Wohnwagen ist schon der Fluss Salach. Moderne Waschmaschinen und Trockner sind vorhanden, sowie große Becken für die Handwäsche. Im Sanitärgebäude 3 gibt es zusätzlich einen Fitnessraum und einen Aufenthaltsraum mit Billard und einen überdimensional großen Fernseher in 4K. Wir sind am Hauptgebäude mit Rezeption. Von hier aus gleich nochmal ein Dankeschön für das sehr freundliche und kompetente Personal des Grubhofes. Im gleichen Gebäude ist auch noch ein Café mit dem Verkauf von täglich frischem Brot und Brötchen.
Hier auch sehr freundliches Personal, was einem gleich am Morgen gute Laune mit auf den Weg gibt. Und eine Gaststätte, die wir auch sehr empfehlen können. Freundlich und aufmerksames Personal verkörpert die traditionell österreichische Gastlichkeit. Die Wellnessalm mit Sauna und Massagebehandlungen lassen keine Wünsche offen. Ein natürlich angelegter abenteuerlicher Spielplatz, im Sommer auch mit Wassersandmatsch, lässt Kinderherzen höher schlagen. Es gibt auch noch Komfortzimmer im Haupthaus für 2 bis 4 Personen und diese kleinen 20 Quadratmeter großen Campinghäuschen für den Sommer. 2 bis 4 Personen finden darin Platz. Das Highlight auf dem Gelände sind aber diese 3 Almhütten, die ich euch jetzt ausführlich zeigen werde. Diese Almhütte stammt aus dem Jahre 1845, wurde oben in den Almen abgebaut und hier wieder aufgebaut. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Außen 1845 und innen modernstes 21. Jahrhundert. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen mal rein. Ich habe den Schlüssel. Hier sind wir im Vorraum, im Flur und kommen gleich erstmal in die Küche. Küche mit Stube. Diese ist ausgestattet bis zu 10 Personen. In dieser gemütlichen Stube wurde das alte Holz, der Herd und der Karreofen erhalten und mit modernster Technik ergänzt. Doch die urige Atmosphäre geht dadurch meiner Meinung nach nicht verloren. Alles vorhanden. Man braucht hier nichts mitzubringen. Und wie gesagt, Liebe zum Detail. Wie aus Omas Zeiten. Kaffeemaschine, Wasserkocher, auch alles da. Und hier ist noch ein Geschirrspüler eingebaut. Und hier ist wahrscheinlich der Kühlschrank, schätze ich mal. Jawohl. Hier sind wir im modernen Bad. Handtücher sind ebenfalls vorhanden, sowie eine komfortable Dusche. Auch ein bisschen auf Nostalgie gemacht, passend zum Haus. Über urig knarrende Holztreppen geht es in die obere Etage zu den Schlafzimmern. Auch hier oben gibt es nochmal ein modernes Bad mit Dusche und WC. So, dann haben wir ein Zimmer mit 2 Betten. Liebe zum Detail. Diese Tür führt zum Balkon mit Blick in die Berge. Das zweite Zimmer ist für Kinder. 2 unten, 2 oben. Ja. Betthupferl ist auch da. Hier nochmal 2 Betten. Und dann haben wir hier noch ein Zimmer. Nochmal 2 Betten, aber das sind schmale Betten für Kinder geeignet. 3 Bettzimmer und ein Kinderzimmer mit 4 Betten. Der Blick nach draußen. Und hier hinten ist der Campingplatz. Ich bedanke mich beim Herrn Steiner, dass er mir das ermöglichen konnte, hier zu filmen.
wieder unten in der Stube angelangt, zeige ich euch noch die angrenzende Terrasse an der Blumenwiese mit dem Blick in die schönen Berge. Dieses alte Bild an der Wand zeigt die Waldarbeiter aus dem 19. Jahrhundert, als diese Hütte noch in den Bergen stand. Das Holz für den Kachelofen für die Wintergäste. Und was ich jetzt oben vergessen habe, das ist noch ein kleiner Balkon. Schaut mal, wie niedlich. Insgesamt gibt es 3 Hütten. Eine mittlere, die große, wo ich jetzt drin war, und eine schöne kleine Hütte. Eine schöne Idee, Altes mit Neuem zu verbinden. Hier sind wir auf der Saalachwiese. Diese ist hauptsächlich für Zelte gedacht, für Gruppen und für Kanusportler. Der Grubhof wurde ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen. Am Campingplatz angrenzend geht es über diese kleine Brücke, über die Saala. Am anderen Ufer gibt es einen wunderbaren natürlichen Waldweg. Man kann laufen, Radfahren oder auch im Sommer am Ufer der Saala baden gehen. Ich gehe heute ein Stück des Weges, um dann nach links durch den Wald an den Panoramablick zu kommen. Wo man eine herrliche Aussicht über die sich leicht biegende, wildfließende Saalach und zum Ortskern St. Martin hat. Eingesäumt durch die Loferer Steinberge. Die Saalach entspringt in den Kitzbüheler Alpen, verbindet die österreichischen Länder Tirol und Salzburg und fließt dann nach Bayern in die Salzach. Mit der Vorstellung des schönen Campingplatzes Grubhof in St. Martin bei Lofer im schönen Salzburger Land möchte ich den ersten Teil unserer Urlaubsreise hier beenden. Wir hatten hier in der Umgebung noch viele schöne, erlebensreiche Tage. Die möchte ich euch nicht vorenthalten und werde in weiteren Filmen diese Ausflugsmöglichkeiten zeigen. Wenn euch aber jetzt dieser Film schon mal gefallen hat, dann zeigt mir es mit einem Daumen. Und wenn es euch weiter interessieren sollte, dann lasst ein Abo da. Und ihr werdet mit dem Klick auf die Glocke keinen weiteren Film verpassen. Bis dahin, liebe Grüße von mir.